Zack. Obwohl, ich nehme eben kurz die. Drück dich mal einfach nur dahin. Ich muss. Ne, ich muss immer da dran. Ah, da, dass man da manchmal nicht dran kommt. Das können wir hier komplett disablen. Wir müssen jetzt hier. Instant machen können wir. Aber wir können auch In und Out machen, ne? In und Out kann man machen. Dann bräuchte ich Kohle, Holzkohle und Spruce. Nee, kann ich gar nicht. Muss ja hier einen zweiten Tesseract anschließen, damit er in den anderen Kreislauf reingeht. Der muss hier Insert rein. Damit da die Kohle reinkommt. Und zwar in den Kohlekreislauf. Das heißt, wenn ich das jetzt hier eigentlich hier drauf packe. So. Zieht er raus oder zieht er nicht raus? Ne. Das lässt sich ja machen, indem wir das einfach so machen. Insert. Extract always active. So, noch nicht eingestellt. Send Items. Den Rest blocken. So, da hinten sehe ich schon was leuchten. Okay. Der startet. Der startet. Gib mir mal. Dann lassen wir den auch schon mal starten. Gib mir mal die Hälfte davon. Und starte du auch schon mal. Die werden jetzt alle hochfahren und dann wird das da richtig geil werden. So, jetzt brauche ich noch ein paar Tesseracts. Jetzt habe ich ein paar hier rumfliegen. Ah, ich brauche hier das Wood und den Rubber und so was. Das heißt, wir brauchen das hier. Hey. Das kommt da rein. Ein Tesseract habe ich noch in der Tasche, ne? Und einer steht da hinten. Fünf Tesseract sollte, glaube ich, auskommen. Zack. Komm mal her. Dass ein bisschen läuft. Nochmal 13 auf Holz. Holz kriegt er nur alles reingeschmissen. Beziehungsweise kriegt er nur das. Das Bobo wird reingeschmissen. Ich glaube, das geht auch. Ich hätte doch mehr Baba mitnehmen sollen. Warte mal, kann man das hier reinwerfen? Verbrennt das, ne? Da das Wobblewood? Ja, das ist das Wobblewood. Feine Sache. Nice. Dann pumpt er da alles voll. Ich pumpe dann da das Holz rein. Ja. Das wird jetzt schon. Dann werde ich das ME komplett umbauen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt umbaue oder. Das ist immer die Sache, ob man es offscreen baut oder nicht. Items. Insert einen davon. Da. Und hier kriegt er die Priorität 1, weil er die da reinpacken soll. Dann müssen wir hier in 13 machen. Dann nimmt er Receive. Davon, aber so, jetzt ist hier 13 Holz plus. Der kriegt eingestellt Send this. Und den Rest hat er sowieso nicht. Weil ich habe ja auch überwiegend halt hier Wobba Wood und weniger Spruce. Spruce hat die eigentlich nur zum Baum, weil es ein bisschen mehr Holz gibt. Ja.
Chest brauche ich natürlich nicht. Dann muss ich jetzt mal hier Extract oder nehmen wir die das Holz. Ne, Receive. So. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwo wieder was bekommt oder. Allgemein habe ich keine Ahnung. Müsste aber eigentlich funktionieren. Sonst müssen wir halt ein Ding bauen. Ein Deep Storage und da alles reinpfeffern. Normalerweise sollte das jetzt funktionieren. Warum hängt denn. Hier ist ein Energy Tesseract. Ach, WTF-Strom. Achso, der pumpt sich gerade auch alles voll. Gucken, wie stark sind die jetzt schon hoch? Ich weiß gar nicht, wann der produziert. Ab 100. 100 noch was kommt da, glaube ich, in Fahrt. Ja, die brauchen jetzt eine extreme lange Zeit. Bis die da sowieso da hinten starten, habe ich auch noch ein Problem. Das ist schon alles. Naja, aber noch. Kohlekreis auch bis Ende. Tja, das sollte eigentlich. Das sollte eigentlich passen. Weil der soll ja. Klar, der Priorität auf. Auf das. Dit. So. So. Ich hätte Priorität 0. So, ich habe jetzt einen davon. Zack, zack. So, da müssten gleich 63 und 40 drin sein. Ah, die pumpt da rein. Was Busuk müsste da reinpacken können? Das sollte funktionieren. Sonne geht da hinten rein. So, aber. Vielleicht nochmal. Ich kann hier genug anschließen. Sphäre Insert. Den. Und hätte eine Priorität von 1. Falls ich kann natürlich auch keinen Platz mehr mit mir haben. Das kann alles passieren. So, ich habe kurz was aufgeschrieben. Schauen wir mal im ME. Normalerweise soll Platz drin sein. Hier ist auch noch Platz. Ja, Cent hat er. Cent Item müsste er haben. Cent Items? Ja. Ja, Problem ist. Ah, das ist Turbinenkreislauf, ja. Hier. Ja. Bräuchte ich den nicht mehr. Brauchen wir ja nicht mehr. Können wir die irgendwie. So. Sollte das aber auch klappen. Ja, jetzt haut er natürlich alles rein. Deep Storages. So, die können weg. Brauchen wir auch nicht mehr. Die können wir erstmal da reinschmeißen. Die Ender Chest war dafür, genau. Die kann auch weg. Die Chest kann weg. Die Diamant Chest kann weg.
Das heißt, der pumpt jetzt alles, was von hier ist, nach da hinten rein. Das heißt, ich kann heute Abend eventuell den starten, beziehungsweise morgen schauen, wie das hier mit dem Steam läuft. Ich hätte schon gerne was Steam-mäßig vorproduziert, aber das wollte ich nicht machen. Das kann ja wie ich kann mit Steam boilern oder so. Ja, hier kriegt er jetzt sein Holz. Sein ganzes Wobberwood. Man sieht, es ist relativ, geht es relativ schnell voll hier. Schauen wir mal, wie hoch die Temperatur ist bei denen. Er braucht noch 90 Grad, hat er schon. Ich weiß gar nicht, wann startet Steam. Normaler Wasserdampf wieder zu ab 100 Grad wird es heiß. Also ab 100 Grad sollten sie anfangen, Steam zu produzieren. Der ist jetzt bei 99. Der bei 97, der müsste jetzt auch so. Der ist bei 100. Jetzt haben wir 101 erreicht. Und jetzt fängt er an, Steam zu produzieren. Welches jetzt? Nach und nach sich auffüllt. Nice. Da kommen die ersten Steam-Brocken rein. Ich könnte jetzt sagen, Pumpbette erst alles hinein. Aber das mache ich jetzt nicht. Jetzt soll er erstmal alles. Ja. Hier produziert das Steam. 3400. Was los wird alles, weiß ich nicht. Der hat noch 3 Grad übrig. Bis er startet. Er wird voller, oder? Aber er kriegt den. Ja, er kriegt Zack. Hier kommt noch nichts rein. Ein Zett haben wir, ne? Ja. Ich glaube, ich mache jetzt immer die voll hier. So. Dann warten wir noch einen Moment. Dann hat er das gleich auf jeden Fall hoffentlich fertig. Ich würde dann. Kein Tesseract übrig. Jetzt hätte ich gesagt Pumpman. Aber er hat. Holz hat er. Ich könnte einen kurzen Cut. Ja, ich mache einen kurzen Cut und schau mal gerade, wo er. Ja, ist okay. Dann mache ich die eine Folge ein bisschen länger, beziehungsweise schneide sie dann passend wieder zusammen und würde sagen, wir sehen uns gleich sofort wieder. Und machen dann gleich, wenn die voll sind, lassen wir mal schön den laufen und schauen mal, wie viel Strom der vorproduziert. In der Zeit mache ich schon mal ein paar Kartoffelbanks, ein bisschen vorbereiten und dann sehen wir uns gleich sofort wieder. Bis gleich. Tschüss.